Der Film hat mir sehr gut gefallen. Man sollte mehr dazu machen, zu dem Thema. Ja, mir hat besonders gut gefallen, dass es halt keinen Dokumentationscharakter hatte und keinen belehrenden Charakter, sondern eigentlich eine Geschichte war. Und ich fand den Film jetzt auch überhaupt nicht von den paar Szenen da abgesehen, überhaupt nicht zu stark oder zu drastisch, sondern ich finde, jeder kann sich angesprochen fühlen oder auch nicht. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, auch für Fleischesser, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der zum Nachdenken anregt. Im Schlosstheater wurde der erste vegane Spielfilm gezeigt. Das Schlosstheater ist eins von 120 Kinos in Deutschland, das die Dramödie Los Veganeros in einem vollen Kinosaal ausstrahlte. Der Film behandelt die Thematik des Veganismus anhand eines völlig neuen Konzepts. Immerhin gibt es in Deutschland mittlerweile um die 7 Millionen Vegetarier und bis zu 900.000 Veganer. Die Thematik verfällt oft ihr Moralcharakter. Dokumentarische Formen und Vorträge werden in Lars Oppermanns neuestem Film vermieden. In Los Veganeros wird dieses aktuelle Thema in eine Spielfilmhandlung eingebettet. Im Prinzip ist es eine Spielfilmkomödie, die sich mit der Ausbeutung von Tieren beschäftigt. Wir haben quasi die ganzen Fakten, die es sonst in den Dokumentationen gibt, mal in eine Spielfilmhandlung gepackt, damit die Leute 90 Minuten bei der Thematik bleiben und sich auch mit den Fakten beschäftigen und nicht wie bei vielen Dokumentationen einfach abschalten, weil die Bilder zu schrecklich werden. Guck mal, ich habe sogar Biofleisch genommen. Probier doch einfach mal. Da hat das Tier natürlich echt Glück gehabt, als Biofleisch geschlachtet zu werden, ist natürlich wesentlich angenehmer. Wie ist der Plan? Wir entführen ihn. Wenn wir das hier durchziehen, dann sind wir doch unterm Strich kein Stück besser als dein Granitzke, oder? Achim, was wird das jetzt hier? Hauptdarstellerin Rosalie Wolf war bei der Münsterpremiere des Films vor Ort und präsentierte den Film mit anschließender Diskussionsrunde. Sie spielt die Protagonistin Vicky. Also die Vicky ist eigentlich so eine ganz liebenswerte Person, aber die möchte schon auch ihr Umfeld aufklären über diese Missstände in der Tierhaltung. Und sie hat so einen, den sie so gar nicht mag. Das ist Herr Heinz Granitzka, der örtliche Schweinemester. Sie machen die ganze Leute ja Angst. Ich habe mein ganzes Leben lang Fleisch gegessen und Milch getrunken. Und ich lebe immer noch. Ja, das sehe ich. Damals war ich mal in so einer kleinen Aktivistengruppe und wir haben auch mal so überlegt, was man so machen kann an Aktionen. Von daher war mir das nicht neu. Aber natürlich bin ich privat nicht so wie Vicky und bin eigentlich auch mal jemand, der so ein bisschen sachte ist und nicht probiert jetzt zu missionieren und so. Und von daher war es natürlich ganz großartig, dann in der Rolle so richtig auszubrechen quasi. Wegen originaler Szenen aus Mastbetrieben erhielt der Film eine Altersfreigabe von FSK 16. Zu Unrecht, findet der Regisseur. Wir haben bei 85 Minuten Spielfilmlänge, ich glaube 20 Sekunden Originalfilmmaterial aus den Mastbetrieben, um so ein bisschen auch zu zeigen, warum die Protagonisten des Films so agieren, wie sie agieren. Also ganz sind wir auch nicht drum herum gekommen. Das hat uns dann quasi durch diese 20 Sekunden Originalmaterial hat uns das dann die FSK 16 Einstufung eingebracht. Was meiner Meinung nach Schwachsinn ist, weil wir zeigen die Realität und wenn man so einem Film, der die Realität zeigt, FSK 16 gibt, dann muss man auch im Umkehrschluss jedes einzelne Wurstregal im Supermarkt mit FSK 16 Logos versehen. Die Aufnahmen stammen von einem Freund des Regisseurs, der viel Material von Tieren in Massentierhaltung mit seinem Team gesammelt hat. Solche Originalbilder, die Oppermann erstmals in der Dokumentation Earthlings zu sehen bekam, veranlassten ihn überhaupt erst Veganer zu werden. Und der hat mir innerhalb von 5 Minuten, das war ein Zusammenschnitt mit ganz krassen Bildern und Fakten, die Augen wirklich innerhalb von 5 Minuten geöffnet. Ich habe mich geschämt, Mensch zu sein. Ich habe mich geschämt, Teil dieser Konsumkette zu sein, die ich bis dahin 39 Jahre quasi gefahren habe. Und für mich war sofort klar, irgendwie nach dem Film, dass sich mein Leben ändern wird. Und wir haben angefangen am nächsten Morgen den Kühlschrank auszuräumen und ein sehr, sehr schönes, veganes Leben zu beginnen, was ich nur empfehlen kann. Der Film ist ein Low-Budget-Projekt, was mit lediglich 25.000 Euro umgesetzt wurde. Die Hauptdarsteller haben aus Überzeugung zum veganen Lebensstil auf ihre Gage verzichtet. Zudem war ein Großteil an Laiendarstellern involviert. Trotzdem scheint der Regisseur mit seinem Film viele Menschen zu überzeugen. Das Feedback ist größtenteils positiv. Ja, also sehr tolles Feedback. Ich sag mal zu geschätzt 80-90% sind die Besucher sehr begeistert. Ich kann jetzt immer von den Städten nur sprechen, wo wir vor Ort sind, wo wir danach Diskussionsrunde mit den Leuten im Kino haben. Wer den Film einmal gesehen hat, empfiehlt ihn auch meistens dann seinen Fleischessern weiter, seinen fleischessenden Freunden.
Und so ist das eine ganz schöne Welle, die gerade Gott sei Dank losgetreten wird. Also der Film bewegt gerade was und das ist jenseits von unseren Erwartungen, was wir natürlich gehofft haben, aber wo ja niemand kann einem das sicher im Vorfeld sagen, dass das auch in die Kinos kommt und dann auch noch gut angenommen wird. Ne? Da sind wir sehr dankbar, dass wir quasi Teil dieser positiven Bewegung gerade sein können und uns viele Fleischesser anschreiben und sagen, Mensch, wir machen jetzt Veggie-Testphase, weil wir den Film gesehen haben und so. Und das ist für mich persönlich das tollste Feedback, was man kriegen kann. Ne? Dies bestätigen auch viele Zuschauer nach dem Kinobesuch im Münsteraner Schlosstheater. Naja, heute Abend haben wir schon angefangen damit. Das Abendessen haben wir schon vegetarisch durchgeführt. Ob es jetzt was für immer ist, muss man mal gucken. Aber es ist sehr lecker. Man lebt bewusster. Genau. Das ist auf jeden Fall so. Und gesünder ist es ja auch. Und das ist ganz interessant, als ich heute beim Frühstückstisch bei mir an der Dienststelle davon kurz erzählte, dass ich in einen solchen Film gehe, da trafen mich sehr, sehr eigentlich verbitterte Blicke von den älteren Kollegen. Das zeigt also, dass man auch durchaus reaktionär sein kann, weil einem das selber auch entgegengebracht wird. Ich habe mich oft in dem Film wiedererkannt und dachte, ja, das kenne ich. Oder auf der Grillparty. Das sind wirklich Situationen, die aus dem Leben gegriffen wurden, die ich so unterstreichen kann. Und ich finde, der Film kann auf jeden Fall Menschen, die eigentlich das immer gerne abstreiten, durch diese spielerische Art, durch dieses Lockere, eigentlich nochmal zum Nachdenken anregen.